41 zu finden, ihn zu lesen, ihn zu verstehen und dieses Leseverständnis aufs Papier zu bringen. Wie würde man das also aufs Papier bringen? Ich trage Ihnen das jetzt mal vor, wie ich sowas schreiben würde. Ja? Also, da gibt es halt dann einen Sachverhalt und dann ist, sagen wir mal, der Gesellschafter A ist aus der so und so OG, nennen wir sie die B-OG, Beispiel-OG. Ja? Also aus der B-OG ist durch Gesellschafterbeschluss der Gesellschafter O ausgeschieden. Der Gesellschafter A, verzeiht. Der Gesellschafter A ausgeschieden. Und jetzt, also, jetzt würde ich also wie folgt schreiben. Fraglich ist, ob A Gesellschafter der OG ist. Dem könnte zunächst entgegenstehen, dass Kraft des Gesellschafterbeschluss von so und so vielten, das Ausscheiden des A angeordnet worden ist. Das Ausscheiden des A ist möglich nach, und dann zitiere ich den 131. Fraglich ist jedoch, ob das, wie schreibt man, fraglich ist jedoch, ob die Tatsache, dass das Ausscheiden des A nicht in das Firmenbuch eingetragen wurde, der Wirksamkeit des Ausscheidens entgegensteht, woraus folgte, dass A weiterhin von Rechts wegen als Gesellschafter der BOG anzusehen ist. Dies hängt davon ab, wie § 143 Absatz 2 auszulegen ist. 143 Absatz 2 formuliert das Gleiche. Damit ist kraft systematischen Normenzusammenhangs ein Rückbezug auf den konstitutiven Regelungsgehalt des 143 Absatz 1 gemeint. Dieser 143 Absatz 1 betrifft die Auflösung der Gesellschaft und ordnet an, dass sie in das Firmenbuch anzumelden sei. Das Gleiche soll also von dem Ausscheiden des Gesellschafters aus der Gesellschaft gelten. Mithin ist also das Ausscheiden des A aus der BOG in das Firmenbuch, zur Eintragung in das Firmenbuch anzumelden. Fraglich ist jedoch, ob dieses Anmelden eine deklaratorische Verpflichtung bedeutet oder eine konstitutive Eintragung. Wäre es eine konstitutive Eintragung, würde das Ausscheiden des A aus der BOG erst mit der Eintragung wirksam. Wäre es hingegen eine deklaratorisch verpflichtende Eintragung, wäre das Ausscheiden des A bereits mit dem Beschluss der Gesellschafter wirksam, müsste jedoch lediglich nachlaufend als gesetzliche Verpflichtung, von der die Wirksamkeit des Rechtsakts nicht abhängt, eingetragen werden. Für die Auslegung einer deklaratorischen Verpflichtung spricht vorliegend, dass der Tatbestand der Auflösung der Gesellschaft, Klammer auf Absatz 1, respektive des Ausscheidens des Gesellschafters, Absatz 2, als abgeschlossener Tatbestand behandelt wird, auf den sich der nicht satzwertige Infinitiv ist anzumelden, lediglich im verpflichtungsbegründenden Sinne bezieht. Wäre das Ausscheiden konstitutiv abhängig von der Eintragung ins Firmenbuch, wäre eine Formulierung mit Eintragung scheidet der Gesellschafter aus oder mit Eintragung wird die Gesellschaft aufgelöst zu erwarten gewesen. Dafür spricht in systematischer Auslegung die entsprechende Regelung zur Eintragung, zur konstitutiven Eintragung der OG und der KG in das Firmenbuch. Somit handelt es sich bei 143 Absatz 2 um eine deklaratorisch verpflichtende Eintragung. Mithin ist die Tatsache,
dass das Ausscheiden des A noch nicht ins Firmenbuch eingetragen wurde oder worden ist, besser gesagt, eingetragen worden ist, kein rechtswirksamkeitshindernder Umstand. Somit ist A aus der Gesellschaft ausgeschieden und nicht Gesellschafter der BOG. So könnte man das zum Beispiel schreiben. Und jetzt werden Sie sich sagen, holla, holla, das dauert ja ewig. Ich habe es jetzt mal sehr ausführlich Ihnen vorgetragen. Und natürlich glauben Sie mir, wenn ich mich hinsetze und mir das in Ruhe überlege, sage ich das auch noch ein bisschen genauer und ein bisschen knapper. Ich habe Ihnen jetzt nur vorgeführt, wie ich das spontan formulieren würde. Wenn Sie eine Klausurlösung schreiben, beachten Sie bitte zwei Dinge. Erstens, eigentlich zwei Dinge. Erstens Ihre Zeit und zweitens Ihre Zeit. Ja? Natürlich können Sie nicht jedes beliebige Thema in der Klausur in extenso mit dieser sozusagen Ausführlichkeit bearbeiten. Sonst geben Sie ein leeres Blatt ab oder ein teilleeres Blatt. Und das ist das Schlimmste, was Sie tun können. Denn das, was Sie nicht lösen, dafür gibt es halt auch keine Punkte. Das heißt, das, was Sie in der Klausur versuchen müssen zu vermitteln, ist nicht nur Ihr Methodenwissen. Das ist das, was wir jetzt eben versucht haben, mal vorzuführen. Also wie man meinetwegen mit der grammatischen Auslegungsmethode umgeht. Sondern es geht in der Klausur auch darum, ein Problembewusstsein zu zeigen. Ja? Es geht also darum, problematische Fragen von unproblematischen unterscheiden zu lernen. Und wenn Sie sich fragen, ist das eine wesentliche oder eine sekundäre Fähigkeit des Juristen oder der Juristin, will ich Ihnen sagen, es ist wahrscheinlich die einzige Fähigkeit, die ein Jurist überhaupt hat. Wesentliches von Unwesentlichen unterscheiden. Ja, das sehen Sie zum Beispiel beim Gleichheitssatz. Was sagt denn der Gleichheitssatz? Alles, was wesentlich gleich ist, muss gleich behandelt werden. Alles, was wesentlich ungleich ist, muss ungleich behandelt werden. Der Teufel, ja, steckt in dem Wesentlich. Sie müssen unterscheiden lernen. Sie müssen in einem Sachverhalt erkennen, das ist eine Frage, die verdient Erörterung. Und das ist eine Frage, die ist so klar, dazu muss ich gar nichts sagen. Ja, das ist mir also wichtig, dass Sie das, was wir jetzt vorgeführt haben, jetzt nicht blind für jede Norm, für jedes Tatbestandmerkmal, in jeder Norm durchführen, sondern dass Sie das mit Problembewusstsein und mit Überblick über die Anforderungen der Gesamtklausur tun. Das hat nämlich noch eine weitere Bewandtnis. Wenn Sie das schaffen, in, wollen wir sagen, Intensitätsgraden zu argumentieren, wenn Sie also schaffen zu sagen, das ist unproblematisch, dazu sage ich im Zweifel gar nichts, da sage ich kurz gemäß und nenne die Norm und sage nichts weiter dazu. Also es gibt eine Klausur, ja, in der es tausend Probleme gibt und in der Sie einfach nur sagen, gemäß 143 Absatz 2 ist, und dann können Sie in Anführungszeichen ist anzumelden, ist das Ausscheiden eines Gesellschafters deklaratorisch verpflichtend. Da stellen Sie einfach nur das Ergebnis dar. Okay? Das ist eine Klausur, in der danach noch 35 wichtige Probleme kommen, die vielleicht sogar ernsthaft umstritten sind. Das ist ja nicht umstritten, was ich Ihnen jetzt hier vorgeführt habe. Das sieht ja niemand anders. Ja, sind uns alle einig. Ja? Deswegen, das wäre sozusagen der niedrigste Intensitätsgrad. Und bis hin am anderen Ende, wenn in der Klausur vielleicht gar nichts anderes drin ist, oder wenn sich zum Beispiel herausstellt, dass das Hauptproblem der Klausur in der Arbeit mit dem Firmenbuch liegt, dann würden Sie es möglicherweise etwas ausweiten. Dann würden Sie wahrscheinlich sogar über die grammatische Auslegung hinaus noch weitere systematische Argumente anführen. Vielleicht würden Sie, jedenfalls in der Hausarbeit, in der Klausur haben Sie ja die Materialien nicht verfügbar, aber vielleicht würden Sie darüber hinaus auch noch die Gesetzgebungsgeschichte rezitieren und vielleicht würden Sie sogar noch teleologisch argumentieren.
Also nochmal um die Auslegungsmethoden. Wir werden in späteren Sitzungen die anderen Auslegungsmethoden intensiver behandeln. Aber damit Sie den gesamten Kanon mal zusammen haben, grammatisch, Wortlaut, systematisch, also Zusammenhang mit anderen Normen, historisch, also was wollte der Gesetzgeber? Und dann viertens teleologisch, nicht theologisch, teleologisch, also vom Telos, vom Sinn und Zweck der Norm her. Ja? Und das ist sozusagen die Königin der Auslegungsmethoden, der wir also sehr viel Aufmerksamkeit widmen müssen. In einer Maximallösung würden Sie, also in einer Lösung, in der im Fall sonst nichts anderes drinsteht, könnten Sie möglicherweise sogar geneigt sein, den Telos, also den Regelungszweck dieser konstitutiven Eintragung, dieser deklaratorisch verpflichtenden Eintragung herauszuarbeiten. Ja, das wäre sozusagen das Maximum. Das gibt mir Gelegenheit, noch auf eine stilistische Sache hinzuweisen. Schreiben Sie bitte niemals. Ja, es gibt bestimmte Begriffe, die Sie ab jetzt nicht mehr verwenden. Wollen wir das so machen? Ja? Und zwar, Sie verwenden nicht mehr den Begriff unproblematisch. Warum ist der Begriff unproblematisch falsch? Er ist immer falsch. Und zwar, weil er einen performativen Widerspruch formuliert. Weiß jemand, was ein performativer Widerspruch ist und warum unproblematisch ein solcher sein könnte? Bitte irgendjemand was schreiben, dem das klar ist. Warum könnte nach dem, was ich Ihnen gesagt habe, so eine Ausführung, also zum Beispiel, es ist unproblematisch, dass 143 Absatz 2 eine deklaratorisch verpflichtende Eintragung enthält. Warum könnte das falsch sein? Herr Langeder tippt. Warum ist das falsch? Wow, Herr Langeder, möchten Sie übernehmen? Weil, also ich kann das gar nicht besser sagen. Lesen das alle? Wenn es wirklich unproblematisch wäre, dann wäre es nicht notwendig, das auszuführen. Allein dieser Ausdruck konstituiert also einen Widerspruch. Ganz genau. Und der Widerspruch ist performatorisch, weil, indem ich sage, etwas ist unproblematisch, ich eigentlich zum Ausdruck bringe, es ist überhaupt nicht unproblematisch. Sonst müsste ich dazu ja nichts sagen. Also, verstehen Sie, das, was unproblematisch ist, dazu will ich von Ihnen nichts hören. Und das, was problematisch ist, dazu will ich von Ihnen etwas hören und nicht, es wäre unproblematisch. Das heißt, es gibt überhaupt keinen sinnvollen Anwendungsfall von unproblematisch. Sehen Sie das? Ja, das möchte ich nicht mehr, und ich habe es zu oft gelesen, also in den Stichproben, also in 5.2 lässt sich das bisweilen bezeugen, dass Leute schreiben, es ist unproblematisch der Fall, das so und so. Entweder das stimmt, dann ist es Quatsch, was sie schreiben, oder es stimmt nicht, dann ist es eh falsch. Ja? Also, es gibt keinen sinnvollen Anwendungsfall für unproblematisch. Das ist sozusagen nämlich das eigentliche Ende, also sozusagen der niedrigste Deliberationstiefegrad, also die geringste Detailtiefe, wie Sie so ein Problem beschreiben, ist gar nichts dazu sagen. Gar nichts. Deswegen schreiben Sie zum Beispiel, das ist, was man häufig in Falllösungen hat, sind irgendwelche Probleme, die kommen erst später. Aber man braucht vorher zum Beispiel, ist irgendein Vertrag geschlossen worden. Jetzt sind aber beim Vertragsschluss überhaupt keine Probleme. Es haben auch alle Vertretungsmacht und es ist alles schön und alle sind Rechtssubjekte und irgendwas. Ja? Dann sagen Sie einfach, A und B haben einen Werkvertrag geschlossen. Aus. Nicht,
Es ist unproblematisch. Am allerliebsten lese ich dann, A und B könnten einen Werkvertrag geschlossen haben. Dies setzt zwei korrespondierende Willenserklärungen vor, die auch zugegangen sein müssen, außer auf den Zugang der Annahme ist verzichtet worden. Vorliegend ist der Werkvertrag unproblematisch. Also haben Sie einen Werkvertrag. What? Ja? Entweder ist es unproblematisch, dann sagen Sie einfach, die haben einen Werkvertrag geschlossen. Fertig. Das hat nämlich einen riesen Vorteil. Die Zeitersparnis. Ja? Langweilen Sie mich nicht mit offensichtlichem Quatsch, sondern schreiben Sie dann lieber noch ein systematisches Argument oder ein teleologisches Argument in einer ernsthaft umstrittenen Fragestellung. Da freue ich mich drüber. Aber ich freue mich nicht darüber, wenn Sie mir sagen, der Himmel ist blau, das Gras ist grün und Österreich ist ein wunderschönes Land. Jo, kann sein. Ja, verstehen Sie? Also das ist wichtig. Gut. Dann will ich es mal vorerst bei dieser, also bei dieser Einheit grammatische Auslegung belassen. Also das ist mein Anwendungsfall von grammatischer Auslegung und von sozusagen einer Art, in Österreich liebt man ja das bewegliche System, ja, also von einer Art beweglichen Umgang mit der Argumentationstiefe hinsichtlich eines Falls, eines Anspruchs, respektive eines Merkmals in einem Anspruch. Ja? Das ist mal sozusagen für heute die was allgemeine Stilschule und Methode angeht, unsere Lektion. Gibt es dazu Fragen? Es wäre wichtig, wenn Sie eine solche Frage hätten, dass Sie die jetzt nicht sich selbst vormurmeln, weil ich das nicht höre, sondern dass Sie das schreiben. Dann sehe ich nämlich X tippt. Es gibt keine Fragen. Alles klar, wunderbar. Dann steigen wir auch schon ein in die Lösung unseres heutigen Falls. Sie hatten, nehme ich an, Gelegenheit, wenn nicht, ist schlecht, Gelegenheit, unsere Angabe zu lesen. Also, wir haben diesen Herbert, der hat einen Holzhandel. Da sind ein paar Details über diesen Holzhandel angegeben. Und er ist allerdings mit dieser, ja, mit diesem Holzhandel nicht im Firmenbuch eingetragen. Dann gibt es eine Tiroler Holzlieferung. An dem Holz klebt nicht nur der Coronavirus, denn Tirol ist ja, wie Sie wissen, eine Hochburg des Virus, sondern das Holz ist auch noch irgendwie schlecht. Das kriegt der H. allerdings erst mit, als er von seinem Mitarbeiter nach 2 Wochen das Holz kontrollieren lässt und diese Risse entdeckt. Und nun möchte H. mangelfreies Holz haben. G sagt, ja, da bist du aber ein bisschen spät dran, mein Freund, weggegangen, Platz vergangen sozusagen, ist zu lange her, mache ich nicht mehr. So, und jetzt wird gefragt, wie ist die Rechtslage? Ja, die Variante machen wir später. Wenn da steht, wie ist die Rechtslage, dann ist in aller Regel mehr gefragt als die Standardfrage, die wir stellen. Was ist die Standardfrage, die wir in zivilrechtlichen und unternehmensrechtlichen Fällen stellen? Normalerweise fragen wir uns, wer hat, was steht denn hier? Ule Florian, wer immer das ist, sagt, Firmenbuchsachen sind Teil der Zivilgerichtsbarkeit, weil sie regelmäßig untrennbar mit... Fragen sind schon geklärt. Bitte? Das ist schon geklärt. Okay. Gut. Also, Entschuldigung, ich habe das gerade nur gesehen. Also, ich war ein bisschen verwirrt. Gut. Also, wenn also normalerweise fragen wir nach Anspruchsgrundlagen. Ja, also hat irgendjemand Ansprüche gegen irgendwen? Und das ist kein Zufall, das ist auch kein irgendwie keine Fixierung oder kein Fetisch von Zivilrechtlern, sondern das
liegt daran, dass wir, dass der Anspruch, ja, das Anspruchsverhältnis praktisch die DNS des Zivilrechts darstellt. Für diejenigen, die sich an DNA gewöhnt haben, ich spreche immer noch von Desoxyribonukleinsäure und nicht Acid. Ja? Also das sozusagen, das die Essenz von Zivil- und Unternehmensrecht ist der Anspruch. Warum? Sie können sich das so vorstellen, Sie haben ja noch kein Prozessrecht gemacht, wenn ich das richtig verstehe. Und deswegen geht es jetzt auch nicht um Prozessrecht, was ich Ihnen sage. Sie müssen aber, und das haben Sie mit Sicherheit in Einführungsveranstaltungen gemacht, verstehen, dass wir ja eigentlich in allen relevanten Hinsichten eigentlich aus dem römischen Recht kommen. Ja, das römische Recht ist die Grundlage von einfach allem. Und eine Fixierung des Römers betraf den Prozess. Und in diesem Prozess gibt es normalerweise genau zwei Leute. Ja, der eine, der will was. Und der andere, von dem wird was gewollt. Der, der was will, den nennt man Kläger, der hat eine Aktio gegen den Beklagten. Soweit so klar. Ja? Und das, was wir heute Ansprüche nennen, das sind im Laufe der Rechtsentwicklung verallgemeinerte Rechtssätze, die in allen Prozessen zur Anwendung kommen. Der Römer hat also noch gedacht, eigentlich ausschließlich im Prozessrecht. Für den gab es die Unterscheidung Prozessrecht, materielles Recht nicht wirklich, sondern es gab einfach, wenn Sie sich erinnern, die ganz normalen Klagearten. Ja? Und ich konnte eine Klage gegen einen anderen haben. Es war alles irgendwie Prozessrecht. Und später erst im 19. Jahrhundert genau genommen, hat sich bei uns die Idee verfestigt, dass man doch aus diesen ganzen Klagearten, also emptio vindicio, locatio conductio, what have you, ja, dass sich aus diesen ganzen Klagearten eine Art gemeinsamer, allgemeiner Teil herausdestillieren lässt, also Rechtsfragen oder Rechtssätze, die allen diesen Klagen gemeinsam vorausliegen. Und das ist materielles Recht. Das ist das, was Sie im UGB finden, im ABGB. Ja? Das ist eigentlich eine Art allgemeinster Teil des Prozesses. Ist das Recht, einen anderen anzusprechen. Ja? Und zwar in rechtserheblicher Hinsicht anzusprechen. Ja? Wenn mich einer anspricht, dann sage ich als erstes, ja, Sie haben ja so herrliche Ausdrücke im Österreichischen, die ich jetzt hier aber nicht zitiere, da sage ich erstmal, ja, ne, lass mich doch in Ruhe, du sprich doch jemand anders an, was willst du denn? Das heißt, sobald jemand sagt, hey, Tomale, ich will 20 Euro von dir, was sage ich als erstes? Ich sage, woraus? Raus? Ist das eine Aufforderung zu Altruismus oder was soll das sein? Ja? Und dann möchte ich also, dass der andere, der mich anspricht, mir eine Grundlage für sein Ansprechen liefert. Das ist die Anspruchsgrundlage. Ich sage also, wieso kannst du 50 von mir verlangen? Und er antwortet, naja, aus, ja, also zum Beispiel, weil wir einen Kaufvertrag geschlossen haben und du mir die Bezahlung des Kaufpreises schuldest. Und dann nennt er mir eine Anspruchsgrundlage und dann wissen wir, worüber wir sprechen. Ja? Er sagt mir nämlich, was ist die Grundlage, aufgrund derer ich dich hier rechtserheblich anspreche. Ich spreche dich an, weil du etwas gekauft hast und jetzt den Kaufpreis zu zahlen hast, zum Beispiel. Oder den Werklohn. Oder weil du etwas geschenkt hast, ja, durch Versprechensschenkung, und jetzt die Schenkung auch zu leisten hast. Ja? Und das ist der Grund, warum die typische Fragestellung des Zivilrechts, diejenige nach den Ansprüchen oder nach den Anspruchsgrundlagen ist.
Deswegen steht da normalerweise Ansprüche der Beteiligten. Oder hier könnte man also genauso gut fragen, Ansprüche des H gegen G. Ja? Das könnte gefragt werden. Wir haben aber tatsächlich eine allgemeinere Fragestellung, nämlich, wie ist die Rechtslage? Und damit ist bereits angedeutet, dass es offenbar um mehr als nur um Ansprüche gehen soll. Und es wäre an Ihnen, das der Fragestellung anzusehen. Das heißt, Sie müssen wirklich als erstes, bevor Sie überhaupt den Sachverhalt lesen, die Fragestellung anschauen. Machen Sie sich klar, worum geht es? Ja, ich gebe Ihnen ein Beispiel, das ich meinen Leuten auch schon mal erzählt habe. So ging es mal in meiner Prüfung. Da der Prüfer kommt rein und sagt, A schlägt B einen Nagel in den Kopf. Das war ein Zivilrechtsprüfer. Und ich dachte so, was will der denn jetzt? Und dann sagt er, der Strafrechtler fragt, Strafbarkeit des A. Der Zivilrechtler fragt, Eigentum am Nagel. Okay? Also je nachdem, wenn im Sachverhalt steht, A haut B einen Nagel in den Kopf, kann es sein, dass es in der Fragestellung um die Strafbarkeit des A geht, wegen Totschlags, Totschlag wahrscheinlich, fahrlässig, weiß ich nicht, ja, egal, ja, vielleicht auch Körperverletzung mit Todesfolge, ja, darum kann es gehen. Es kann aber auch darum gehen, haben jetzt die Erben des B Schadenersatzansprüche gegen A. Es kann auch darum gehen, wer ist Eigentümer des Nagels. Es kann um alles Mögliche gehen. Und deswegen ist wichtig, dass Sie eigentlich schon bevor Sie, was heißt eigentlich, bevor Sie den Sachverhalt lesen, Sie für sich klären, unter welchem Aspekt lese ich den Sachverhalt. Ist der Aspekt, der mich interessiert, Strafbarkeiten? Ist der Aspekt, der mich interessiert, Schadenersatzansprüche? Ist der Aspekt, der mich interessiert, Eigentumslagen? Und jeder dieser Aspekte steckt ja in dem Sachverhalt drin. Ein Sachverhalt wirft immer ganz viele Rechtsfragen gleichzeitig auf, aber es ist nur ein Bruchteil davon gefragt. Und da gilt im Grunde dasselbe wie das, was ich Ihnen zu problematisch gesagt habe. Wenn Sie etwas beantworten, was nicht gefragt ist, dann ist diese Antwort maximal nicht falsch, aber sie ist niemals richtig. Denn die Antwort auf eine Frage, die nicht gestellt ist, kann nicht richtig sein. Und das ist ja nur der Schaden, den Sie haben, weil Sie eine nicht gestellte Frage beantworten. Hinzu kommen Ihre Opportunitätskosten. Wer kann mir erklären, was ich damit meine? Was meine ich mit, der Schaden besteht nicht nur darin, dass Sie eine nicht gestellte Frage beantworten und darin möglicherweise noch Fehler reinbauen, das ist dann sozusagen der absolute Untergang, sondern Sie haben auch noch Opportunitätskosten. Wer kann sagen, was damit gemeint ist? Ja, was sind Opportunitätskosten und vor allem, was heißt das hier in dem Zusammenhang? Ich möchte einfach nur gucken, ob Sie noch an Bord sind. Kann irgendeiner mal sich opfern? Vielleicht Herr Langeder. Worin könnten die Opportunitätskosten bestehen? Ganz richtig. Ja, also Herr Mayer und Herr Zimmermann haben es gesehen. Während Sie eine Frage beantworten, die nicht gestellt ist, machen Sie nicht nur Mist, sondern Sie haben auch noch keine Zeit dafür, die Themen zu bearbeiten, die relevant sind. Das heißt, Sie verlieren Doppelpunkte. Das ist der absolute Killer für Ihre Klausur, auch übrigens für Ihre Modulprüfung. Wenn ich Ihnen eine Frage stelle
Ja? Ich habe zum Beispiel, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich frage in einer Modulprüfung, wer kann in einer OG Prokura erteilen? Wer kann Prokura erteilen? Wir stellen, können wir das, Herr Brock? Herr Brock? You are Oh, now okay, unable. Herr Brock. Ah, Herr Brock ist da. Herr Brock, können wir das bitte auch abstimmen lassen? Ja, Und klar. zwar, wir haben drei Optionen. Erste Option, alle geschäftsführungsbefugten Gesellschafter. Zweite Option, alle Gesellschafter. Und drittens, drittens nur alle Gesellschafter gemeinsam. Wer kann in einer OG Prokura erteilen? So, Abstimmung läuft. Bitte stimmen Sie ab. Das ist jetzt die 10.000 Euro-Frage. Und ich gebe zu bedenken, was Sie konsultieren können, den Tipp gebe ich Ihnen, und das ist ein bisschen fies, aber egal, ist ja nur zur Probe. In meiner mündlichen Modulprüfung habe ich gesagt, berücksichtigen Sie bitte auch den Paragraphen 116 Absatz 3.